Ich kann mich aus dem letzten Jahr an einige Aussagen erinnern, dass die Piloten teilweise nur noch verschwommen gesehen haben, dass man nicht mehr richtig wusste letztendlich, wie man, wo man einlenkt. Das sind natürlich auch Übertreibungen in gewisser Weise, weil die Piloten beherrschen das, ja. Aber da hat man schon seine liebe Mühe und Not, das sauber dann zu erkennen. Und ein Rennen dauert natürlich einige Runden. Hier sind es 72 am Sonntag übrigens. Kurzes Blockieren des Vorderrades, nichts Wesentliches. Das ist immer dieselbe Stelle. Eine lange Rechtskurve, die in eine enge Kurve mündet. Das bedeutet natürlich, weil vorher schon eine Kurve da ist, dass die Autos, also das Innenrad entlastet ist. Und wenn er dann die nächste Kurve anbremst, ist da kein Druck auf dem rechten Vorderrad und dadurch blockiert. Barrichello momentan zweitbester Bridgestone-Pilot. Panis auf Platz 8 ist der Beste auf den japanischen Gummis. Abgerutscht Berger, mittlerweile auf den letzten Rang. Sie haben es gehört, Probleme beim langen Österreicher. Ralf Schumacher, schauen wir mal, ist auf Rang 13, Fisichella ist 11. Also die beiden Jordan wieder so knapp um den Top 10 herum. Aber das ist zu wenig. Hier haben wir eine Studie von Ralf. Das Auto schmeißt immer noch Öl. Barrichello. Fährt jetzt eine saubere Linie, aber eine Verbesserung von Rang 9 war in der vorherigen